Ey Leute, sie liebt dieses Ding. Sie liebt das einfach. Und das Krasse ist, man kann sie anschnallen und dann kann man auch so mehr Power geben. Das lieben ja Babys. Du kannst zum Beispiel so runtergehen. Spaß, it's a prank, it's a prank. Hier ist doch Imani, Mann. Ey, guten Abend, Amerika. Imani schläft. Nara hat gleich Geburtstag. Es ist 23.46 Uhr. Für 00 habe ich so ein kleines Stück Torte. Das werde ich Ihnen jetzt geben. Nara ist Müll wegschmeißen gegangen. Deswegen ist er nicht da. Kuchen, Kerze, Feuerzeug. Ich bin bereit. Es ist 23.48 Uhr. In 12 Minuten hat er Geburtstag. Ich hoffe, er kommt nicht früher. Und wenn er früher kommt, was soll ich machen? Soll ich mich in einem anderen Zimmer so lange verstecken? Scheiße, was soll ich machen? Ich schließe vorsichtshalber die Tür ab. Ich glaube, er kommt gerade hoch. Aber es sind noch 10 Minuten. Was soll ich machen? Warum schließt du ab? Wieso? Warum vlogst du? Was vlogst du? Achso, ich habe Geburtstag in 9 Minuten. Hast du jetzt schon irgendeine Überraschung für mich? Nein. Du falscher Profi, ich dachte, Dings, Überraschung, Party, Martin, meine Mutter springt aus Decke, mein Vater kommt aus Toilettenschüssel. Hast du keinen Kuchen vorbereitet? Nein. Hast du nicht irgendwas? Nicht mal eine Kerze? Ich bin trotzdem glücklich, wenn einer an mich denkt. Wann ist nicht mal eine Kerze gekommen? Sehr ehrlich, was passiert um 0 Uhr? Hast du was? Ein Glückwunsch. Was ein Glückwunsch? Ein Glückwunsch, ein Geschenk? Ich will nichts mit Geld, Walla. Nein. Hast du mir ein Bild gemalt um 0 Uhr? Nein. Eine Kerze? Nein. Ein Muffin? Nein. Wie gesagt, ich sag dir so, wie es ist. Ich glaub dir, dass du nichts organisiert hast für 0 Uhr. Du hast 3 Minuten, mach mal eine Kerze klar. Egal was für eine Kerze, ich will mich auch freuen um 0 Uhr. Ich will Geburtstag haben, Mann. Okay, ich geh dir schnell was malen. Ich geh schnell duschen. Nette, wenn du nicht um 0 Uhr rauskommst, Kontaktabbruch. Hey, oha, wie schnell warst du fertig mit Duschen? Luisa, 2 Minuten habe ich schon Geburtstag. Wo bist du? Warte. Okay, Leute. 0:00, 0:00, 0:00. Warum geht es nicht an? Mach ich was falsch? Hey, warum geht es nicht an? Hey, warum geht es nicht? Ich heule gleich. Hallo. Ey, Nette, das funktioniert nicht. Ich heule gleich. Nette, du musst warten. Hä? Ich musste das umdrehen. Nette, 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 Nette. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Hey, du hast mir jetzt Schatten, oder? Vom lauter Schattenboxen habe ich vergessen, mir was zu wünschen. Egal, ich habe noch eine Kerze. Magic! Hey. Ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir viel Gesundheit, viel Liebe und alles, was du dir wünschst. Weißt du, was ich mir gewünscht habe? Was? Nix. Weil es soll sich nichts verändern. Weißt du, alles schön in unserem Leben, weißt du? Ich kann sein, wer ich bin mit dir. Wanda, ich kann auch manchmal nicht so stark sein und du liebst mich. Ich kann manchmal schwach sein und du liebst mich. Ich kann alles. Das ist das fertige Ergebnis. Dinge, die ich an dir liebe. Ich werde ihm das jetzt zeigen. Mach deine Augen zu. 1, 2, 3. Wow. Gefällt dir? Ja, bleib mal kurz ruhig, lass dich mal lesen. Verschwinde aus meinem Leben. Nein, nette. Dinge, die ich an dir liebe. Dein Herz, deine Loyalität, dein Charakter, die Art, wie du mit Menschen umgehst, deine Aura, oh, wie du mich unterstützt, dass du auf uns aufpasst, deine Geduld. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Sachen habe, die man an mir lieben kann. Ich hatte sogar noch ein paar übrig. Schönste Geschenk. Kann man nicht mit Geld kaufen. Das ist schöner als alles. Leute, heute ist Naras Geburtstag und wir bereiten gerade alles vor. Wow, zeig mal dein Outfit. Von wo hast du deinen Rock? Von H&M. Wie viel hat der gekostet? 300 Euro. Von wo hast du dein Oberteil? Von H&M. Wie viel hat dein Oberteil gekostet? 15 Euro. Und von wo hast du deine schönen Spangen? H&M. 3 Euro. 3 Euro? Kannst du H&M weiterempfehlen? Nein. Hey, what? Thank you.
Ey, der Kuchen ist ja richtig schön. Achso, das soll so der Fußballplatz sein, der Rasen? Ja. Warum kommt Rasen aus meinem Arsch raus? Ey, Luisa, hast du mir eine Bombe geschenkt? Sag mir, wenn du mich loswerden willst, musst du sagen. Also Leute, ich bin jetzt 25. Was nehme ich mir vor für mein 25. Lebensjahr? Keine Ahnung. Ey, wir haben eine Liste im Internet gefunden, was Enten essen dürfen und was Enten nicht essen dürfen. Man denkt doch immer, die dürfen Brot essen. Soll aber gar nicht gut sein. Wir haben Salat gekauft, wir haben Reis gekauft und wir haben Trauben gekauft und wir testen das jetzt. Meinst du, die essen Reis? Ich sag ja. Wir probieren jetzt Salat. Jetzt. Die essen keinen Salat. Das war auf jeden Fall eine Fehlinformation. Normal, das sind Junkie-Enten aus Berlin, Luisa. Die essen keinen Salat. Wallah, die essen nur Döner und sowas, glaube ich. Also der Schwan liebt auf jeden Fall Reis. Letzter Versuch. Angeblich essen die auch Trauben. Juha, was ist das? Möwe ist auf einmal hergekommen. Deutscher Puffe. Wallah, die essen Trauben. Die Möwen essen die Trauben. Ich sag doch, alle komisch hier. Alle Tiere sind komisch in Berlin, Wanda. Ich zeig euch einen Trick. Ich werde diese Waffel auf Rücken von Gans legen. Heißt das Gans? Schwan. Schwan. Und sie wird dann von ihr Rücken essen. Wow, hast du gesehen? Okay, falsche Profis. Ich gehe eine Badewanne kaufen, ihr wisst Bescheid. Wo kriege ich jetzt eine Badewanne? Ja, Mann. Genau die ist es. Genau die. Open the door, man. Open the door. Imani, ich habe deine Badewanne, Imani. Wo ist sie? Direkt in die Badewanne rein. Auch wenn sie schläft. Sie schläft in der Badewanne, glaub mir. Badewanne ist wichtig für Babys. Willst du baden? Was machst du? Sport? Da machst du einen Knall. Du hast vor 3 Wochen ein Kind bekommen. Ey, Amerika. Wir gehen jetzt Mila abholen. Mila ist zu Hause. It's Mila time. Wie geht's, Mila? Gut. Wie läuft die Schule? Auch gut. Was gibt's Neues? In der Schule haben wir gelernt 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Starke Leistung. Jennifer Lopez, sie schaut mir in die Augen. Ich auf die Rolle, Sabibé. Sie hört von Buba Valide. Qualität, nur Designer aus Italien. Du fehlst mir, ich hoffe, dass wir uns nicht das letzte Mal sehen. Kadale, lade, siehst du, wie ich bade. Gib mir deine Nummer und du weißt, dass ich dich call. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh mein Gott, es schneit einfach, ne? Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Dann kennst du das nicht, ein weißer Schneemann steht draußen vor der Tür. Aywa. Ein kleiner weißer Schneemann war gestern noch nicht hier. Sisi, mach weiter. Komm weiter nicht. Aywa. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. Oh Tannenbaum. Oh Tannenbaum, du hältst jetzt deinen Schnauze. Geht das nicht so? Nein. Ja, Baba. Baba, Baba, Baba. Baba, Baba, Baba. Ey, Luisa, geh mal ans Telefon. Was geht da? Ey, Mila, geh mal ans Telefon. Was geht da? Kleiner Imani, kleiner Imani. Kleiner? Kleiner Imani? Mila, du weißt schon, das ist ein Mädchen, hast du schon vergessen? Leben wir noch heute. Seid eingeschlafen.